Dynamo TV wird präsentiert von Asti. Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Rückrundenauftakt beim 1. FC Nürnberg. An meiner Seite begrüße ich unseren Cheftrainer Uwe Neuhaus und unseren Mannschaftskapitän Marco Hartmann. Uwe, zu Beginn an dich die Frage: Wie fällt das Fazit der finalen Trainingswoche der Wintervorbereitung aus und auf welche Spieler musst du am Sonntag in Nürnberg aller Voraussicht nach verzichten? Ja, überraschenderweise kommt man natürlich dann doch noch hier ins Stadion, was für uns gut war, weil der Rasen noch nicht verlegt wurde. Also haben wir die ganze Woche im Stadion trainieren können. Dementsprechend fällt auch die Beurteilung dieser Woche positiv aus. Ich denke, genauso positiv wie im Grunde genommen die ganze Vorbereitung. War eigentlich im Vorfeld, hatte ich schlimmere Befürchtungen aufgrund der Wetterlage. Hat sich jetzt alles so ein bisschen entschärft. Ja, alles, was nächste Woche ist, werden wir dann sehen. Wird wahrscheinlich dann wieder ein bisschen schwieriger. Aber kümmert uns jetzt nicht. Jetzt haben wir vollen Fokus auf den 1. FC Nürnberg, der sicherlich das Ziel haben wird, an uns vorbeizuziehen mit einem Sieg. Und ja, und wir werden es versuchen natürlich zu verhindern. Ich denke, beide Mannschaften haben eine gute Vorbereitung gehabt mit vielen Testspielen, mit guten Ergebnissen. Und dass wir im Vorfeld sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite zwei Mannschaften haben, die ja, sich gut vorbereitet haben und die dementsprechend optimistisch dann auch in dieses Spiel gehen werden. Freut mich natürlich diese Unterstützung, die wir von außen erfahren werden. Man liest immer die fünfstellige Zahl in den Zeitungen. Das ist natürlich eine unglaubliche Fanwanderung, die dort stattfindet. Ja, habe ich also selten erlebt. Das ist schon Verpflichtung für uns, dort wirklich alles zu geben. Dankeschön. Wie ist es um die Gesundheit deiner Spieler bestellt? Ja, alles an Bord. Also wird eine harte Entscheidung, sowohl die ersten 11 als auch die 18, die mit dürfen. Ist so, trotzdem freut es mich, weil so die ersten Verletzungssorgen, die wir am Anfang der Vorbereitung hatten, sich jetzt in Luft aufgelöst haben, beziehungsweise durch gute medizinische Abteilung auch soweit erledigt wurden, dass alle mittrainieren können. Und von daher habe ich dann andere Probleme als verletzte Spieler. Mit Guido Burgstaller hat der Club den besten Torschützen der Hinrunde verloren im Winter. Ihm sind 16 Tore gelungen. Macht das den Club noch schwerer ausrechenbar und was erwartest du für eine Mannschaft am Sonntag? Ja, natürlich, wenn einer 14 Tore schießt, dann ist schon ein Stück weit Qualität, die dann auch verloren gegangen ist. Das haben wir letztes Jahr ja auch erfahren oder im Sommer. Trotzdem kann man dies kompensieren über die mannschaftliche Geschlossenheit. Und ich glaube, dass Nürnberg über genügend Qualität verfügt, was die Mannschaft nach wie vor gefährlich machen wird. Uwe, danke dir für den Moment. Hatte die Wintervorbereitung ist faktisch zu Ende. Wie sehr freust du dich auf den Rückrundenstart am Sonntag in Nürnberg? Ja, sehr, weil so eine Vorbereitung irgendwie, also wegen mir könnte man dann auch irgendwie durchspielen, weil ja, diese 3 Wochen sind, du kommst irgendwie so raus, aber irgendwie nicht richtig, zumindest nicht von der Belastung her. Und naja, das Frei lohnt sich auch nur bedingt. Aber deswegen, ich habe Bock, dass es wieder losgeht Sonntag. Ich habe auch den Eindruck gewonnen, ich konnte ja leider die ersten 1,5 Wochen der Vorbereitung nur bedingt mitmachen. Dann, als ich im Trainingslager eingestiegen bin, das war schon eine sehr hohe Konzentration. Die Testspiele haben mir gut gefallen auf dem Platz mit den Jungs zusammen. Und auch die jetzige Trainingswoche, die Bedingungen sind den Umständen entsprechend ganz gut. Du hast zwar kein Rasen, aber Erde, die eben ist. Und da muss man schon sagen, auch heute das Training, es war sehr, sehr konzentriert. Die Jungs haben, ja, man merkt halt, dass nicht jeder sich sicher sein kann, am Sonntag zu spielen. Und das hat auch seine Vorteile. Uwe hat es schon angedeutet, ihr werdet am Sonntag von 8.000, 10.000 Dynamo-Fans, ist schwer vorauszusagen, begleitet. Wirst du als Kapitän vor dem Anpfiff nochmal besondere Worte an deine Jungs richten? Ja, es ist üblich bei uns, dass einer nochmal das Wort ergreift. Ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass ich das sein werde, vielleicht aber auch Kutsche, der eine besondere Beziehung zu Nürnberg hat. Ja, das ist Ritual, das werden wir weiterhin beibehalten, weil es auch erfolgreich war. Hatti, danke auch dir für den Moment. Jetzt ist Zeit für Ihre und eure Fragen, mit der Bitte, das Mikrofon in die Hand zu nehmen, einzuschalten und dann die Fragen an Uwe Neuhaus und Marco Hartmann zu richten.
Hardy, vielleicht fange ich gleich mal an. Die Woche Spanien oder die 8 Tage waren vom Wetter her schön. Wie ist euch die Umstellung gelungen oder schwer gefallen? Wie sah es aus? Wesentlich besser als gedacht. Also ich hatte ja vorher ein paar gesundheitliche Probleme. Mal gucken, wie es dann in der kalten Luft hier wieder ist. Im Endeffekt gar keine Probleme gehabt. Man kann sich einfach ein bisschen dicker anziehen und fertig. Schöner ist es, Fußball zu spielen bei 20 Grad, aber es ist trocken. Es ist kein Problem. Morgen. Vielleicht eine Frage an beide. Worauf wird es ankommen? Was muss man bei Nürnberg beachten, um da bestehen zu können? Also das Burgstaller haben wir jetzt angesprochen, der ist nur weg. Gab es da schon Erkenntnisse, wie das möglicherweise kompensiert werden soll, auf welche Schulter das verteilt werden soll? Haben die das System geändert? Wo sehen Sie, wo seht ihr als Mannschaft die größten Gefahren von Nürnberg? Ja, ich glaube, dass nämlich eine Mannschaft ist, die sehr kompakt steht, die mit ihrem 4-2-3-1-System sehr gut eingespielt ist. Sabiri, aller Voraussicht nach, wird so die linke Seite für Nürnberg dann beackern, was ja Burgstaller ja in der Hinserie hauptsächlich gemacht hat, aber immer wieder auch mit nach innen gezogen ist und sehr, sehr torgefährlich war. Ich glaube, dass die ganze mittlere Achse von Nürnberg durch Zweikampfstärke, auch Zweikampfhärte, Robustheit, einiges zu bieten hat. Und da brauchen wir viel Kreativität, viele gute Ideen, um diesen Riegel dann auch zu knacken. Und eins dürfen wir auf keinen Fall machen, dürfen uns nicht zu viele Fehler erlauben. Gerade im eigenen Spielaufbau, wo dann viele Spieler dann auch offensiv denken, sich nach vorne einschalten möchten und dann Ballverlust, da ist Nürnberg schon extrem gefährlich, dass sie sehr schnell umschalten und wenn sie Konter können, sind sie schon außergewöhnlich gut. Muss er, ja. Ja, na natürlich genau das Gleiche. Ich erinnere mich noch ein bisschen ans Hinspiel. Das war, hat man gemerkt, dass die eine gewisse Routine irgendwie auf dem Platz haben, auch eine Erfahrung. Die haben so ein bisschen aus dem Nichts 1-0 geführt und haben dann eigentlich versucht, bis zur letzten Minute fehlerfrei zu spielen. Also kein hohes Risiko. Es war nicht so einfach durchzukommen. Die Nürnberger haben hinten auch schnell geklärt, wenn es brenzlig wurde. Und es ist nicht einfach, sich da durchzukombinieren. Und deswegen wird es auf uns drauf ankommen, so wenig wie möglich Fehler zu machen und den Gegner viel laufen zu lassen. Herr Neuers, der Name Kuschke ist schon gefallen vorhin. Er hat in dieser Saison gegen einen anderen Ex-Verein schon mal 2 Tore geschossen. Ist das unabhängig von seinen Trainingsleistungen und von seinen Leistungen in Testspielen für Sie ein Argument bei der Zusammenstellung der Startelf? Ich hatte jetzt richtig verstanden, unabhängig von Trainings- und Spielleistung. Na, das darf nicht sein. Nur weil es gegen den Ex-Club geht, gibt es ja keine Einsatzgarantie für irgendeinen Spieler. Ist auch unabhängig jetzt vom Namen. Nein, ich glaube, dass Stefan auch eine gute Vorbereitung gemacht hat, war engagiert, wie immer, hat getroffen. Und da wird es auch jetzt kein großes Geheimnis sein, dass er sicherlich spielen wird. Ich gehe davon aus, dass Sie aber schon noch ein Geheimnis daraus machen, ob Stefan noch einen zweiten Stürmer an seine Seite gestellt kriegt oder eben nicht. Oder ist das... Wie gut Sie mich schon kennen, das ist erstaunlich. Naja, natürlich werde ich es nicht verraten. Sie haben es angesprochen, dass es Ihnen schwerfallen wird, die ersten 11 bzw. 18 rauszufiltern. Inwieweit haben Sie Ihre Startaufstellung schon im Kopf oder sagen Sie, da brauche ich jetzt doch vielleicht nochmal eine Nacht zum drüber schlafen oder das Abschlusstraining morgen? Oder ist es eigentlich bei Ihnen fix? Bei mir ist es eigentlich fix. Ich werde mich natürlich trotzdem mit dem Trainerteam noch darüber unterhalten. Vielleicht haben Sie ja Argumente, die ich bis jetzt außen vor gelassen habe oder nicht bedacht habe. Also zu überzeugen bin ich immer, aber ich glaube, dass wir sowieso so ungefähr auf einer Wellenlänge liegen. Ist Markus Alvarez schon im 18er Kader oder ist das für ihn noch zu zeitig? Na, ich glaube, dass er noch ein bisschen Zeit benötigt.
Kader ist ja vor allen Dingen auch immer eine Sache, man muss ja alle Positionen auch besetzen können. Und wäre ein Argument, wenn wir mit zwei Stürmern auflaufen, aber da haben wir noch den einen oder anderen. Erik hat auch eine Halbzeit mal in der Spitze gespielt, wollte ich auch eigentlich mal testen. Hat er auch gar nicht so schlecht gemacht, von daher haben wir schon ein paar Optionen, die sowohl für die eine als auch für die andere Variante sprechen. Sie hatten gesagt, dass die Mediziner gute Arbeit geleistet haben. Ayers konnte im Trainingslager relativ wenig machen, musste individuell trainieren. Konnte er das kompensieren jetzt in dieser Woche? Also er ist ja auch wieder quasi so weit, dass er loslegen könnte, 90 Minuten. Naja, er hat lange warten müssen. Er hat jetzt in dieser Woche alle Einheiten mitgemacht, hat auch einen guten Eindruck hinterlassen. Alles andere sehen wir morgen. Sind noch Fragen offen? Vielleicht noch eine letzte. Wie so Ihre bisherigen Eindrücke sind vom Nürnberger Frankenstadion oder eigene Erlebnisse als Spieler und als Trainer? Bilanzen, Resultate? Ja, wir haben als Spieler Vollkatastrophe. Ich weiß gar nicht, ob ich als Trainer mal da war. Ich glaube nicht. Weil wir haben immer unterklassig gespielt, da haben wir uns nie getroffen. Nein, ich hatte ein Erlebnis als Spieler in Wattenscheid, Abschlusstraining in Wattenscheid, ich glaube November, Anfang Dezember. Normales Wetter eben halt und während des Trainings fing es an zu schneien. Nachdem wir mit dem Duschen fertig waren, am Weg zum Flughafen, hat nur noch geschneit und immer mehr und immer mehr. Und dann haben wir unterwegs am Weg zum Düsseldorfer Flughafen Nachricht bekommen, Flüge abgesagt, gecancelt. Wir in Essen übernachtet, haben wir für nächsten Morgen, ich glaube um 7 Uhr, muss man am Essener Hauptbahnhof sein, sind wir in den Zug eingestiegen, Proppe voll, alles überfüllt, keine Sitzplätze. Haben uns soeben im Speisewagen noch zwei Plätze ergattern können, wo wir uns dann permanent abgewechselt haben. Natürlich dann auch zeitliche Verzögerung, sind dann nachmittags um, ich glaube 10 vor 3 waren wir im Stadion, muss Sachen noch auspacken, umziehen. Ari Hahn, damals Trainer, hat dann nicht erlaubt, dass wir später anfangen. 4-1 verloren, schöne Rückfahrt gehabt, tolles Erlebnis. War schon niederschmetternd. Also ich habe noch einiges gut zu machen. Ja. Weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann von mir die Information. Der Rückrundenauftakt von Dynamo wird am Sonntag um 13.30 Uhr in Nürnberg angepfiffen. Die Stadiontore öffnen 90 Minuten vorher um 12 Uhr. Es gibt keine Tageskasse. Wir raten allen Fans ohne Eintrittskarte davon ab, nach Nürnberg zu reisen. Der Gastgeber erwartet rund 35.000 Zuschauer. Davon wären deutlich über 8.000 Dynamo-Fans ihre Mannschaft mit nach Franken begleiten. Schiedsrichter der Partie ist Florian Heft, 27 Jahre alt, aus Neunkirchen, DFB-Schiedsrichter seit 2011. Einmal mit Dynamo-Beteiligung war er im Einsatz und das war am 27. Februar 2016 beim 4:0 Heimsieg gegen Fortuna Köln. Im Nachwuchs spielt im Juniorenbereich nur eine Mannschaft, das ist die U19, auswärts im Sachsenpokal Viertelfinale, 13 Uhr beim Chemnitzer FC im Sportforum. Alle anderen Mannschaften befinden sich noch in der Winterpause. Gute Anreise nach Nürnberg. Bis dahin. Tschüss.